Ich möchte heute ein bisschen was über Brustimplantate erzählen, auch wenn das Thema Brustvergrößerung vielleicht schon ein etwas abgedroschenes ist, so ist es ja doch eine sehr häufig durchgeführte Operation und ich denke, selbst wenn man es selber vielleicht nicht vorhat, wie schaut so ein Implantat eigentlich aus, ist etwas, was doch viele interessiert. Es gibt unterschiedlichste Implantate von Form, Größe und auch von der Füllung her, wobei man heutzutage kochsalzgefüllte Implantate kaum noch verwendet. Die Silikonimplantate sind einfach diejenigen, die sich natürlicher anfühlen, die eher dem Drüsengewebe ähnlich sind. Das wäre so ein Beispiel. Das ist ein klassisches rundes Implantat, eben wie gesagt Silikongel gefüllt und auch die Oberfläche ist Silikon, wobei die Textur, also die Beschaffenheit der Oberfläche auch variieren kann. Im Prinzip sind die Implantate sehr stabil, weil das natürlich auch immer eine Sorge ist, ob die jetzt leicht platzen können oder ob die leicht beschädigt werden können. Nein, an sich nicht. Die werden natürlich auch bestimmten Tests unterzogen und die sind also schon sehr stabil. Bei den runden Implantaten unterscheidet man im Endeffekt hauptsächlich einmal natürlich den Durchmesser, also die Größe des Implantats und andererseits auch die Projektion, das heißt, wie viel Füllung ist jetzt drinnen. Es gibt also da eher die flacheren Implantate oder die so ein bisschen mehr gefüllt sind. Was natürlich dann noch dazu kommt, sind anatomische oder tropfenförmige, das heißt Implantate, die halt eher so ein bisschen eine quasi natürliche Form haben, wie man zum Beispiel von der Seite jetzt bei dem Implantat sieht, wobei das also ein sehr hochprofiliges ist, das heißt der Unterschied zwischen dem oberen Pol und dem unteren Pol ist relativ stark und gerade wenn sehr wenig Eigengewebe vorhanden ist und eine natürliche Form gewünscht ist, ist das vielleicht dann die richtige Wahl oder wahrscheinlich die richtige Wahl und andererseits auch vielleicht eine Frau nach schon Schwangerschaft und Stillzeit, wenn das Eigengewebe ein bisschen zurückgegangen ist, die Haut ein bisschen überdehnt ist, dann wird also ein solches Implantat mit viel Füllung im unteren Pol diesen einfach besser aufdehnen. Im Prinzip gibt es bei den anatomischen dann noch im Großen und Ganzen drei verschiedene Grundformen, also auch da gibt es Implantate, die prinzipiell eine runde Basis haben. Dann gibt es die so ein bisschen mehr queroval sind. Und dann gibt es die, wenn eine Frau recht einen langen Oberkörper hat, also die dann auch so eine Tropfenform bilden, also eher längsoval. Und von allen, egal ob rund oder anatomisch, gibt es die Implantate eben mit wenig Projektion, also eher flach. Dann so ein bisschen mehr Projektion, was man wahrscheinlich am häufigsten verwenden wird. Oder dann eben die hohe Füllung, wenn eben mehr Volumen gewünscht ist. Wie kommt man jetzt auf die richtige Implantatform? Ja, im Endeffekt schaut man sich natürlich den Oberkörper der Patientin an, die Brustbasis wird genau abgemessen und natürlich dann auch das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Eigengewebe in diese Überlegungen mit einbezogen und natürlich auch das, was sich die Patientin wünscht. Und so kommt man halt auf eine quasi bestimmte Implantatform, die ideal wäre. Und bei der Operation gibt es dann auch noch sogenannte Sizer, also Probeimplantate, mit denen man dann ausprobieren kann, was sozusagen das ideale Ergebnis macht. Und vielleicht noch kurz zum Abschluss. Diese Implantate sind so der Klassiker. Da haben wir schon sehr lange Erfahrung damit und guten Überblick auch über etwaige Komplikationsraten. Sie haben natürlich auch so ein bisschen ihre Vor- und Nachteile. Man bezeichnet die anatomischen auch als formstabil, das heißt, die halten diese Form auch im Liegen und was ganz neu ist, sind diese besonders weichen, die Motiva-Implantate. Da haben wir halt leider noch nicht 20 Jahre Erfahrung, aber es ist ein sehr vielversprechendes Implantat, das eben im aufrechten Zustand ein bisschen diese anatomische Form annimmt, das heißt also mehr Füllung im unteren Pol hat und hier also ein natürliche Form gibt und wenn man sich niederlegt, sozusagen das Gel auch wieder ein bisschen verringert, also es verhält sich